Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh, ich bin so unglaublich aufgeregt. Heute geht es nach Hamburg. Ich habe ca. 500 Kilometer vor mir. Und gleich geht's los. Ich räume jetzt noch ein bisschen mein Auto auf. Und dann kann es losgehen. Übrigens, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie. Und bin immer noch aufgeregt. Und bin tierisch aufgeregt. So, ich räume mein Auto noch ein bisschen auf. Hole noch die Sonnenbrille. Und dann geht's los. Wir müssen noch kurz zum Lidl. Ich brauche noch Batterien für mein Blitzlicht. Dann muss ich noch zum Tanken und dann geht es auf die Bahn. Und ich nehme euch mit. Ich fahre übrigens nicht alleine von Toni. Der Papa kommt mit und da bin ich echt glücklich drüber. Und den hole ich gerade. Und habe ich schon erwähnt, dass es schon wieder unglaublich warm ist. Also mein Auto zeigt 25 Grad an. Gott sei Dank habe ich Klimaanlage. Wenn wir auf der Autobahn stehen sollten im Stau, werde ich diese in den Himmel loben. Oh, oh mein Gott, los geht's. So, wir haben Verpflegung geholt. Wir haben Äpfel, Bananen, Erdbeeren und noch diverse andere Sachen. Und jetzt geht's los. So, wir sind am Hostel angekommen, aber wir gehen gleich wieder weiter, denn wir fahren mit der Bahn zur Hafen City und schauen uns den Hamburger Hafen heute noch an. Wenn wir schon einmal hier sind, Hamburger Hafen und Fischmarkt. Ja, Hamburg Hafen. Das ist einfach nur freie Zuschauer. Ja, die hatten mich mal angeschrieben, ich möchte bitte meinen Ausweis bringen, aber ich habe mich halt angemeldet in der Kranker Scheiß, guckt euch das mal an. Alter Falter. So sieht's hier aus. Das ist der Hamburger Hafen. Da hinten liegt ein Segelschiff. Hilfe, ein Monster. Mittlerweile sind sie ja dabei, die sind um Kollegen, schon letztens irgendwo. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Es ist gerade kurz vor 8 und heute ist der Tag, an dem sich alles entscheidet. Ich bin so unglaublich furchtbar aufgeregt. Es ist so schlimm. Oh, gleich geht's los. Leute, ich bin durch! Oh mein Gott! Endlich kann ich euch darüber informieren und darüber reden. Ich habe den Job bei TUI Cruise Vision. Ich habe vor Aufregung heute auch leider noch nicht so viel mitgefilmt, nur früh kurz. Aber das lag einfach daran, dass ich wirklich tierisch aufgeregt war. Es tut mir auch leid, dass ich die Kamera nicht mit hatte. Aber genaueres erzähle ich euch, wenn wir zu Hause sind. Wir sind nämlich gerade schon auf der Rückfahrt. Wir sind gerade an einer Raststätte. Wir haben 5,5 Stunden Fahrt vor uns. Kurze Pause an der Raststätte. Ich fahre gleich weiter. Und wenn wir zu Hause sind, dann werde ich euch mehr erzählen. Ich habe den Job. Oh mein Gott. Hallöchen. Ja, ich melde mich zurück. Es ist mittlerweile eine Woche später und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja immer noch den Hamburg-Vlog, den ich noch gar nicht beendet habe. Ich dachte nämlich, naja, wartest du noch ein paar Tage, dann kann ich euch mehr erzählen. Und so ist es mittlerweile auch. Ich weiß mittlerweile, auf welches Schiff ich gehe. Und ja, viel Zeit zum Vloggen hatte ich allerdings auch die Tage nicht, denn es ist so unglaublich viel zu tun. Ich bin immer noch dabei, alle Dokumente zu besorgen, die ich brauche, damit ich überhaupt auf das Schiff gehen darf. Und aber der Termin, wo es dann endlich soweit ist, der rückt immer näher. Also es sind, oh Gott, keine 2 Wochen mehr. Also
Ich werde an Bord Fotograf sein und werde an Bord fotografieren und werde auch teilweise zu Landausflügen mit rausgehen zum Fotografieren. Wie blass ich aussehe, so blass bin ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, und das wird dann mein Alltag an Bord sein und ich weiß mittlerweile, wie gesagt, auch schon auf welches Schiff ich gehe oder darf. Es ist ja eher darf. Und das wird sein die MS2, also mein Schiff 2. Die ist gerade im Moment so in Spanien unterwegs, also Mallorca, Ibiza, dann geht es rüber Richtung Italien und Griechenland. Also wir werden dann auch in Barcelona halten, in Rom, Sizilien und was war denn noch? Also es war echt, also googelt einfach mal mein Schiff 2 aktuelle Route und dann werdet ihr die ganz einfach finden. Ja, das wird so der Plan für die nächsten 3 Monate sein. Ich bin in den 3 Monaten oder in der ganzen Zeit auf dem Schiff komplett nicht zu Hause. Das heißt, meine geliebten Kätzchen, die gehen zur Familie, also die werden es nicht schlecht haben. So, anfangen tun wir in, werde ich in Spanien, Italien, Griechenland und im Oktober, oh mein Gott, ich kann es gar nicht fassen, im Oktober setzen wir über in die Karibik, also das heißt, wo Rihanna geboren ist, voll krass, Barbados, Curaçao, Aruba und sowas, also richtig, richtig krass. So, ich werde... ich habe auch schon die Erlaubnis, von Bord aus zu vloggen. Das Problem daran ist einfach nur, tja, dass ich an Bord kaum Internet haben werde und ich auf mein Handy-Internet angewiesen bin und auf Hotspots, also quasi freie WLAN-Hotspots vor Cafés oder sowas. Das heißt, ich werde natürlich viele, viele Dinge für euch mitfilmen. Die Kamera, die kleine, wird immer dabei sein, ihr kennt mich. Die Sache ist halt nur die, ich weiß nicht, wann ich es hochladen kann. Also seid geduldig, wenn Vlogs kommen, dann werden die richtig cool. Ich bin so aufgeregt, wenn alles klappt und ich alle Dokumente rechtzeitig bekomme, dann fliege ich in nicht mal 2 Wochen nach Mallorca. Das ist so heftig. Es ist so heftig. Ich bin übrigens nicht nackt, ich habe ein Kleid an. Falls das jetzt jemand denkt. Ja, ich wollte den Vlog eigentlich nur noch abschließen, damit ich den jetzt auch für euch schneiden kann. Euch den aktuellen Stand noch mitteilen. Und ja, bei uns ist heiß. Wir werden dann noch ins Freibad fahren. Ich wollte eigentlich nur den aktuellen Stand noch mitteilen, wie es jetzt eine Woche nach dem Gespräch ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen. Also, jetzt für die nächsten 2 Wochen könnt ihr noch auf, mit 1 bis 2 Videos pro Woche rechnen. Und danach weiß ich es leider nicht. Aber wenn Videos kommen, dann werden die richtig genial. Ja, von daher, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar da. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.